Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal, zu einem neuen Angezockt. Ich bin tatsächlich ein Diablo-Spieler. Ich spiele es zwar nicht allzu oft, aber immer wieder mal. Und bis auf den allerersten Teil habe ich sie alle durchgespielt. Und jetzt dachte ich mir, wir schauen uns Diablo Immortal an. Und zwar die PC-Beta. Die kam am ersten raus, heute ist der dritte. Und ich dachte, ja, warum auch nicht? Eins vorweg, ein bisschen vorgespielt habe ich schon mit einem Charakter, um zu schauen, wie es ist. Und man merkt schon sehr, dass das Game eigentlich fürs Handy ein bisschen primär entwickelt worden ist. Das aber dann noch sehen. Aber es spielt sich ganz fein. Und ich würde sagen, wir machen einen neuen Charakter hier auf dem Server. Ich bin mir noch nicht sicher. Wir gehen nochmal auf Europa, sagen Deutsch und machen Hardly und starten. Und dann hätten wir hier schon mal die erste Klasse der Totenbeschwörer. Meister des Lebens und Todes, die sich die Kraft der Toten zunutze machen, um ihre Gegner mit Skelettdienern in dunkler Magie zu peinigen. Die Klasse beide spielen. Wir werden uns aber zuerst mal die anderen Klassen und die Intro-Effekte angucken. Hier mal weiblich. Mal schauen, was wir hier für einen Effekt haben. Nice. Okay. Nächste Klasse. Kreuzritterin. Nice. Okay. Und männliche Variante. Auch schön gemacht, unser Tank. Aber nichts für mich. Dann der Mönch. Heilige Kampfkünstler, die göttliche Energie kanalisieren, um mächtige Nahkampfangriffe, schnelle Bewegung auf dem Schlachtfeld und Schutzzauber für sich zu ihren Verbündeten auszuführen. Ja, nicht mein Ding. Nö. Ja, ein bisschen recht ähnlich. Aber nö. Okay, dann die Millionenjägerin. Sehr geiler Effekt. Unerbittlicher Dämonenjäger, die mit einem Arsenal aus Pfeilen, Sprengstoff und Mechanismen Rache an der Dämonenhorde üben, während sie stets außerhalb der Reichweite ihrer Feinde bleiben. Fernkampf physisch. Coole Effekte, muss ich schon sagen. Dann der Zauberer. Wäre auch eine Klasse, die könnte ich mir vorstellen. Aber das habe ich jetzt zu oft schon gemacht. Ist jetzt nicht mein Ding. Dann weiblich. Ja, ziemlich ähnlich. Und letzte Klasse. Der Barbar. Ja. Nö. Wäre zwar sicher witzig, aber nicht meins. Gut, dann würde ich sagen, Totenbeschwörer männlich. Das Gesicht ist schon mal nicht schlecht. Ich glaube, ich gehe mit dem und von der Ausrüstung her. Oh, sehr nice. Das gefällt mir. In Weiß ist auch nicht schlecht. Okay. Oh, das ist auch badass. Oh, ich kann die sogar drehen. Sehr geil. Ich glaube, ich gehe mit dem. Das sieht cool aus hier in Weiß. Alles klar. Dann, der Name. Bravure. Kann ich Bravura allein machen? Ah, schade. Was macht der Button da? Ach so. Kann man dazu machen. Ach nö, jetzt bin ich wieder... Ist das der richtige Server jetzt? Ja. Okay. Ich wusste nicht, dass man hier mit dem X hier komplett rauskommt. Also hier nochmal. Einmal in Weiß. Maus, bitte hier. Bravura. So, bevor wir weitergehen. Also würde mir einerseits interessieren, spielt ihr es selber und was für Klasse spielt ihr? Und bei den ganzen Dialogen, Untertitel ist an, in Deutsch. Audio ist aber in Englisch und ich werde die alle durchspielen lassen.
rein für die Atmo. Also da hat es da schon mal nicht schimpfen, dauert dann halt ein bisschen länger zum Durchspielen. Und ja, los geht's, wollen ein bisschen was von der Story da mitkriegen. Ach ja, Zwischensequenzen ruckeln, aus welchem Grund auch immer, Spiel selber ist super flüssig. This is it. The dock for Wortham. You sure I can't take you someplace else? You could, but you won't. Wortham is beyond the forest, I take it. Aye, follow the road and be on your guard. Unfortunate things happen to travelers in that forest. Do not concern yourself over my fate. Death and I are old friends. Okay, da haben wir schon unsere ersten beiden Begleiter. Und wir können mit Linksklick zum Punkt hingehen. Und bewegt er sich dahin. Ansonsten rechte Maße gedrückt halten in die Richtung. WASD geht auch. Oh, erster Gegner. Nice. Ja, ich finde, wir sind ein bisschen overpowered mit die zwei. Also zumindest die erste halbe Stunde, die ich schon gespielt habe, war recht einfach. Aber ganz typisch Diablo. More lives consumed by darkness. Get away from those villagers. Okay, dann haben wir schon einen Rundumschlag. Wenn wir jetzt hier die Taste 3 drücken, dann können wir mit der Maus die Richtung angeben. Und wenn wir dann wieder loslassen, dann macht das in die Richtung auch den Angriff. Kann man zweimal hintereinander ausführen, dann macht es Refresh. Und dann läuft es wieder. Ich bin mir noch nicht sicher bezüglich der Kampftechnik. Also einerseits habe ich ja hier Fernkampf mit dem Teil. Er haut auch aber mit seiner Waffe drauf. Und zumindest für gewisse Attacken muss ich aber nah ran. Also gerade für die Dreier habe ich ja keinen großen Range. Und die... Jetzt dann sehen, wir können dann hier die Leichen explodieren lassen. Das macht einen richtig bösen Schaden. Brauchen wir ebenfalls Nähe. Ein Outsider. Drawn where they do not belong. Yet you are too late. Wortham is dead. After him, quickly! I'll secure the gate. Bring the offering. The gift of blood shall open our Lord's path. You there. What's your purpose, stranger? I received word that Wortham had been attacked. The mayor requisitioned aid. What can I do to help? The mayor? Akarat bless that man's soul.
Those cultists you just carved through attacked the town and dragged our people towards the caves in the west. You here to aid us? Then help my men kill those bastards and bring back anyone who lives. Go, please. We'll guard the gates with our lives. I promise you. Ja, das mit dem Verteidigen hat ja schon mal nicht so gut funktioniert. Okay, dann gehen wir dem... Oh, moin. Get to safety. I'll find the villagers. Ah, ich hasse Spinnen. Moin. Nice. Oh, die armen Wuffis. Also das mit der Leichenexplosion hat mir jetzt schon ein paar Mal den Arsch gerettet. Oh, und ein Schild. Sehr nice. Oh, macht echt böse Damage. This must be the cavern the guard spoke of. Yes. Also ich bin jetzt auch noch gespannt, inwiefern Geld jetzt hier noch ein Thema ist. Diablo Immortal ist free to play. Aber ja, ich hoffe, ich komme hier recht weit und anständig, ohne dass ich hier irgendwie Geld ausgebe. Ihhh, Babys! Na, noch kein Heiltrank. Sehr gut. Also, was haben wir hier? 9 Stab. 36. Gott, wir haben eh noch gar nichts. Das hilft. Drei. I must wait, it seems. Okay, warum kommt sie nicht? Okay, ich glaube, das war nicht gewollt, dass das so passiert. Oh yeah, Rage-Modus! Nice! Na, gerade noch ein paar mehr für Ragen. Ah, schade. Okay. Auf Loot. Alles einsammeln hier. Another sacrifice arrives. Through your flesh, the Lord of Damnation shall have his prize. Behold the gift of hell's new Ouch. Master. Oh ja, wir kommen da leider zu spät. Hey, das ist unfair. Nice. Ja, so schnell wird mir hier Level 6. Okay, Heilkugel. Ich kenne diese beiden Dinge. Okay, du musst dich erstmal befreien. Gib. Dankeschön. Right, friend. Tell me, do you have the strength to make it out of here? Yes, I think so. Wait, one of the others had a portal scroll, but we couldn't reach it. There it is. Come, let's leave this miserable place forever. Sehr gute Idee.
Alles klar. Mensch, das mit dem Portal habe ich wieder fast vergessen. Wartem! Hallo. Nach immer hier mal den Schmied. No, I didn't thank you properly, friend. I'm Corin, the village's blacksmith. If you need to improve your armor or weapons, please see me. Sehr gern. Okay, was haben wir denn schon an Diensten? Kann man da was machen? Oh. Na, wiederverwerten will ich eigentlich noch nicht, aber ich sehe wir. Oh. Nice. Okay, ich glaube, den werden wir recht bald kennenlernen. Also, 36 zu 39 Schaden, das ist schon mal gut. Ja, 14 auf 15. Ja, 120 auf 140. Alles klar. So, und den Rest tun wir jetzt gerade schon mal. Kann ich mit dir jetzt... Hey, der ist weg. Ah, okay. Alles klar, gehen wir in die Kapelle. Moin. Remain calm, everyone. We are not bereft of hope yet. Ah, hello, friend. You've arrived at quite a difficult time. As you can plainly see, the townsfolk are ill at ease. But we should be safe enough here for the moment. My name is Deckard Cain. I'm a bit of a traveling scholar, one might say. Lyra here mentioned you saved Corin from the cultists before that sudden commotion in the square. Please, tell me everything. It seems dark forces have set their eyes upon Wortham. The cultists' leader mentioned a Lord of Damnation, said he was seeking some prize. That fate... Lord of Damnation... Things are far worse than I imagined. The forces of Hell are seeking a shard of the World Stone, an artifact with the power to create entire realities. 5 years ago, the Demon Lord Bale nearly brought all of humanity under his thrall using that stone. If the demons were to obtain even a shard of it, the results would be catastrophic. We cannot allow that to happen. Adventurer! Cain! The cultists are attacking the Western Gate! We need help holding them back! Ja, helfen wir gern. Und das mit dem Weltenstein klingt nicht so geil. Hätte ich aber gern. Ich würde damit gern spielen. Oh, Schmied! Kann ich mit dir wieder reden? Nice! Ich würde das gerne hier wiederverwerten. Dann kriegen wir hier da die Metz hier, Schottmaterialien. Und hier wieder Platz. Weiter geht's. Moin, die Hälfte da mal. There must be another stronghold there. Don't worry about the town. Go. Show those cultists no mercy. Ja, ihr habt es gesehen, bisher das unter Kontrolle habt, ohne mich. Okay, weitere Festung. Oh, das ist ja auch ein Gegner. Also am Blut fehlt es auf alle Fälle nicht. Sehr gut.
Ja, ziemlich easy bis jetzt. Ich bin mir nicht sicher, ob das in den anderen Diablos auch schon gegeben hat, aber hier gibt es dann noch so ein Hit-Counter, wenn du einen Haufen Mobs hintereinander killst in einer kurzen Zeit, also sie so 20, 30, dann kriegst du nochmal extra XP. Das werden wir garantiert noch sehen. Oh. Kurz mal, kurz ein bisschen knapp hier. Was Blaues. Nice. Mantel der Vitalität. 9 auf 31? Ja, sehr gerne. Haben wir noch gar nicht. Das ist das Gleiche. Alles klar. Schatztruhe. Schärpe. Ist die besser? Naja, 150 auf 160. Nice. Nehmen wir mal. Coole Sache. Von da. Nice. Ja, und wie er da recht hat. Okay, 39, 48. Und dann wieder was Fertigkeiten. Knochenstacheln. Ja, die schläge ich mir mal auf die... Die machen das mal so, auf die 3. Beschwert Knochenstacheln, die aus dem Boden schießen, Gegner 30 Sekunden lang betäuben und 120 bis Schaden fußen. Längeres Aufnehmen erhöht die Reichweite und den Schaden auf bis zu 216. Nice. Kann man dann gerade mal hier probieren. Okay, das ist ja mal mega imba. Für mich stabil, Tank. Wieder was Besseres. Alter, was? 342? Plus 4 Willenskraft. Nice! Alter, so muss das. Lord Skarn, the Shard is ours, and the rite is nearly finished. The way will open. Ah, bestimmt nicht. Oh, geil. Willst du nicht mal ein bisschen in der Nähe von den Leichen stehen? Nice! Erstes Boss-Battle! Mega, dass ich da meine zwei Krieger habe.
Oh, Rage Mode! Oh, yes! Rage, komm! Nice! Okay, das war jetzt wirklich einfach. Nehmen wir hier alles mit. Heilkugel. War das alles? Und Weltensplitter. Haben wir ja. Genau das, was wir gesucht haben. By Rathma. An endless sea of souls have perished because of this stone. It is a beacon to life and death. Kane will know what to do with it. Wer ist Kane? Okay, schauen wir mal bei Aufrüstung. 1540, ja, auf jeden Fall. 1098 Kettenhemd Intelligenz. Geil. Gut, gehen wir wieder retour. Dann werden wir wieder. Dann können wir gerade wieder den Rest hier verkaufen. Beziehungsweise verwerten. Und da. What you've accomplished is miraculous, my friend. To face such foes and live to tell the tale. Simply astounding. Ja, so schwer war es gar nicht. We were lucky. Also, ist kein Zug. In time. The cultists were summoning demons. Their leader called out to the Lord of Damnation. A demon named Skarn. Skarn? I have never heard of this name before. And as far as I know, there is no demon Lord of Damnation. Most troubling. Indeed. And there's the matter of what we do with the shard. This sort of power does not belong in mortal hands. On that, we agree. You see, I did not come to Wortham by chance, my friend. A Herodric ritual allowed me to divine the location of several Worldstone shards. Lass mich raten, wir müssen die alle finden. One was here in Wortham. The other lies somewhere in the nearby cemetery of Ashwold. I came here hoping to obtain the shards and destroy them, if possible, before calamity descends upon us all. Be not alarmed, my old friend. For these frail bones come to you with an urgent request. My apprentice, Lethys, through foul means acquired a shard of the Worldstone. In her pursuit of power, she has brought ruin upon Ashwold. The dead rise from their graves, and the balance teeters on the brink of disruption. Much like I, you cannot have forgotten the significance of that stone. Or the sacrifice it took to end its threat. So I beg of you to lend your aid however you can. Das war's? Du gehst dann gerade einfach wieder? Okay. Darkness is spreading once again, and it seems I must ask the impossible of you. Will you help me collect these corrupted shards? And save our world from oblivion. Ja, ich habe auch keine Wahl, oder? The power of creation, held by a being who would claim dominion over damnation itself. I can think of no greater threat to the balance. When do we start? Jetzt? From the depths of my heart. Thank you. Friend, before you leave, I have a few gifts for you.
The first of which lies here on the altar. While it may be simple, a good map is of vital importance. It will surely aid you upon your travels. Ja, eine Karte ist tatsächlich nicht schlecht. Nehmen wir jetzt gerade mal mit. This is sanctuary. To protect it, you must cross many lands where forgotten evils linger. Yet you must go without fear into the heart of the unknown. This burden falls to us. A chance to fight the darkness, to ensure our home survival. For a new evil covets the World Stone's power. If a shard falls into Hell's clutches, our world will burn. Geile Zwischensequenz. Wirklich geil. Here, this portal scroll has been specially attuned. Once you have reclaimed the World Stone Shard from Ashwold, you can use that scroll to open a portal to Westmarch. There, we will find a means to destroy the shards forever. Very well. I will meet you as soon as I am able. Be cautious on your journey to Ashwold, my friend. Ja, mach mal. Tippen wir, ob so eine Karte zu öffnen. Okay. Alles klar. Machen wir gerade wieder zu. Verlasse die Kapelle und begibt euch zum Friedhof von Ashwold. Ja. Ich würde sagen, das reicht erstmal fürs Angezockt. Ich werde vermutlich noch einen zweiten und dritten Teil machen. Schreibt mir in die Kommentare rein, ob ihr ein Let's Play zu Diablo da sehen wollt. Und dann würde ich sagen, nehme ich es auch auf. Ich werde es auf alle Fälle für mich spielen. Ist euch überlassen, ob ihr es auch sehen wollt. Also, bis denn dann. Tschüss.